7 Days. Das ist 7 Days, der Wrestling-Wochen-Flashback. Unsere Themen heute: Pechvogel Finn Balor durch Gehirnerschütterung erneut verletzt. Die Top 10 Verdiener der WWE in der Analyse. Nach dem Kadermix Perspektiven für den Wrestling-Sommer. Seven Days, der Wrestling-Wochen-Flashback. An meiner Seite mal wieder Ed Herbruns Christian, Deutschlands renommiertester Wrestling-Journalist und Power-Wrestling-Chefredakteur. Hi an diesem Ostersonntag. Frohe Ostern, Christian. Frohe Ostern auch dir und natürlich allen Hörern. Und ja, steigen wir gleich ein in deine heißen Themen. Bin gespannt, was du diese Woche vorbereitet hast. Unser erstes Thema natürlich nach Raw bekannt worden. Finn Balor, der durch einen Vorarmshot von Jinder Mahal eine Gehirnerschütterung hat, zumindest sind das die aktuellen Berichte, wurde hier ein bisschen ausgenockt. Circa 3 bis 4 Wochen wird er vermutlich ausfallen. Alles noch so Zahlen, die ein bisschen unoffiziell sind. WWE hat sich selbst zum aktuellen Aufnahmezeitpunkt noch nicht dazu geäußert. Kann ja auch ganz passend sein für Finn Balor, denke ich. Also ist natürlich nicht passend, dass er sich verletzt in dem Sinne, aber es wird wahrscheinlich keine zu lange Verletzungszeit sein, was ihm auf jeden Fall zu gönnen ist, nachdem er ja auch hier schon lange ausgefallen ist, Christian. Ja, bei Gehirnerschütterungen äußert sich WWE ja generell nicht so gern. Gibt ja auch noch diese Sammelklage oder angestrebte Sammelklage von einigen ehemaligen, ist generell also ein heißes Thema, was Gehirnerschütterungen angeht. Und es ist natürlich schwer vorherzusagen, das kann man ja nicht so behandeln wie einen gebrochenen Arm. Das heißt, logischerweise, beim gebrochenen Arm sagst du, in so und so vielen Wochen bist du wieder fit. Bei der Gehirnerschütterung werden natürlich nochmal wieder kurzfristig Tests gemacht. Und ja, wir wissen eigentlich nicht viel, nur dass das im Raum steht. Wahrscheinlich wird Finn Balor also morgen bei Raw nicht dabei sein. Ob er dann in 2 Wochen wieder dabei ist oder erst in 4, müssen wir sehen. Aber wie gesagt, es ist alles möglich. Vielleicht ist er auch morgen wieder am Start. Viele genau. Fragezeichen. Man kann das so ein bisschen kaschieren. Ich denke, das ist auch gut möglich, dass man einfach sagt, ja, wir setzen ihn ein, aber eben nicht im Ring. Selbst wenn man ihn jetzt aus dem WWE-TV-Geschehen bei Raw vorerst raushält, ist es, denke ich, auch sehr, sehr passend, denn er hatte ja aktuell eh nichts zu tun. Er hat seinen Fädenstart mit Bray Wyatt bekommen. Bray Wyatt ja nach Payback, beziehungsweise bis Payback sowieso noch beschäftigt. Und nach Payback kann dann ja auch anscheinend Finn Balor wieder fit in den Ring steigen. Also man kann das, denke ich, recht gut umgehen. Ob wir ihn dann bei Raw sehen oder nicht, ist natürlich die Frage. Wir hoffen auf jeden Fall das Beste für Finn Balor. Ich hoffe auch, er hat wie wir schöne Ostern an diesem wunderschönen Sonntag. Ja, wobei man ja auch nochmal sagen muss, das Timing ja trotzdem ungünstig. Ich meine, er ist gerade erst aus der langen Verletzungspause zurückgekommen und da hätte man ihn oder würde man ihn sicherlich auch gerne bei Payback einsetzen, zumal man ja für die Raw-Show eh da jeden Topstar nutzen will, den man hat. Und naja, wie gesagt, müssen wir mal abwarten. Genau so sieht es aus. Jinder Mahal wird hier immer dafür verantwortlich gemacht, muss man aber auch sagen, passiert halt und die Leute, die hier Jinder Mahal bashen, die sollten vielleicht mal ein bisschen halblang machen, oder? Ja, ich meine, am Ende des Tages ist Wrestling ja auch eine Kontaktsportart, wenn man so will. Und da passieren halt solche Sachen. Und es ist ja nicht so, als wenn Jinder Mahal das da jede Woche macht, irgendjemanden auszunocken oder jemanden zu verletzen. Das sind Dinge, wie gesagt, die kommen dann halt mal vor im Wrestling-Ring. Unschön ist es, aber da wollte man wirklich mal hier den Ball flach halten. Das ist halt, glaube ich, so ein bisschen auch die moderne Herangehensweise im Internet, dass man da direkt hier jemanden sich dann vorknöpft. Aber wie gesagt, ne, mal gucken. Und generell ist Jinder Mahal ja, wenn auch nicht der spektakulärste Wrestler, zumindest ein solider Worker. Deshalb hat man ihn ja auch zurückgeholt. Genau so sieht es aus. Auch die Steroidvorwürfe natürlich, all das führt natürlich dazu, dass er auch im Internet jetzt nicht so den besten Ruf hat. Aber ja, letzten Endes einfach mal halblang machen und nicht unbedingt über Social Medias beschimpfen, denn es kann einfach ein Timing-Problem von beiden gewesen sein. Jinder Mahal hier als Schuldigen auszumachen, ist, denke ich, etwas ja vorschnell und übertrieben. Aber gut, Kane, unser nächstes Thema, er will Bürgermeister werden, ist gerade im TV-Geschehen nicht eingesetzt. In seiner Heimat Knox County in Tennessee, USA, tritt er für die Republikaner an in der nächstjährigen Wahl. Das große rote Monster jetzt also ohne Maske, ja bald am Rednerpult für
die politischen Meinungen, die er vertritt, anscheinend. Ich habe gerade mal nachgesehen, Kane wird in wenigen Tagen tatsächlich schon 50. Ein bisschen verwundert. Ich meine, auf Ende 40 irgendwie habe ich natürlich schon getippt im Geiste. Aber ja, ich meine, ist klar, wo die Reise für Kane hingeht, nämlich dass er früher als später ein Retirement kommt, wenn er tatsächlich diese Wahl gewinnen sollte. Dann wird er bei WWE abtreten. Ansonsten kann ich mir vorstellen, ja, den aktuellen Vertrag vielleicht noch machen. Aber ich meine, ne, Kane spielt ja jetzt schon seit einiger Zeit keine große Rolle mehr. Und das ist natürlich logisch, dass er sich da auch andere Betätigungsfelder sucht. Warum nicht auch lokale Politik? Diese Clips, die wir da gesehen haben, wirkt natürlich fast so ein bisschen, ich meine, wenn man Kane kennt, wie so eine, ja, ich möchte nicht sagen Satire, aber wirkt ein bisschen lustig, wenn man die wahre Person dahinter sieht. Erinnert mich etwas an die Rollins-Kane-Fehde mit diesem schizophrenen Kane, muss ich sagen. Naja, aber der soll mal machen, was er möchte. Generell gab es ja in der Vergangenheit auch schon mal diese Überschneidung von Politik und Wrestling bzw. WWE. Die Frau von Vince McMahon, Linda McMahon, die ist ja auch involviert, was das angeht. Aber das ist wohl ein anderes Thema. Christian, die Forbes. Liste der 10 Top-Verdiener der WWE wurde veröffentlicht und die machen das quasi so ein bisschen alljährlich mit ihrer Liste, die Top-Verdiener bei WWE im Kalenderjahr 2016, darauf bezieht sich das zumindest und im Endeffekt hat man hier eben ja eine Bilderslideshow auf Forbes.com veröffentlicht. Ich habe das auch im Pro 10-Video gepackt. Jetzt ist aber natürlich die Frage, sind diese Zahlen von einer offiziellen Quelle? Oder hat man die sich irgendwie ausgedacht? Sie wirken schon relativ realistisch, aber einige Sachen kann man da, denke ich, doch anzweifeln. Ja, ich bin mir da ehrlich gesagt auch nicht sicher, wie sich diese Forbes-Liste zusammensetzt. Brock Lesnar ist ja derjenige, der hier auf 1 gelistet wird mit einem Jahresgehalt von 12 Millionen. Würde ich als ziemlich hoch angesetzt sehen, nur auf seine WWE-Zahlen bezogen. Es kann natürlich sein, wenn man noch seinen UFC-Ausflug aus dem Vorjahr damit einrechnet, dann ist das wahrscheinlich schon realistischer. Ich würde darauf tippen, bei WWE, aber das ist jetzt auch nur so, weiß ich nicht, meine Vorahnung und vielleicht liege ich da auch weit drunter, dass es bei WWE so 5 bis 6 Millionen wahrscheinlich sind. Es war tatsächlich so, da hast du auch absolut ins Schwarze getroffen, das stand nämlich auch nochmal bei dem Artikel, soweit ich weiß, dabei 5,5 Millionen sollen von WWE tatsächlich kommen und geschätzt 6,5 Millionen aus seinem UFC-Fight, also wohl eine Zusammensetzung, die man hier so ein bisschen reingebracht hat. Bei UFC 200 2016 Brock Lesnar gegen Mark Hunt im Octagon gestanden, der Doping-Skandal und so weiter, ja, der dann so ein bisschen diese Dominanz, die er ja im Fight hatte, abgeschwächt hat, aber trotzdem Brock Lesnar hier auf Platz 1, was zumindest die Gehaltszahlen angeht. Auch John Cena, bei dem waren die Zahlen von 8 Millionen, die er hier auf Platz 2 eingerechnet oder ja, geschrieben wurden, waren wohl auch nicht nur auf WWE, sondern auch auf die Mainstream-Auftritte, die er da hatte, abgezielt. Also hat er hier die ESPY Awards moderiert, soweit ich weiß, Saturday Night Live, American Grid und auch bei der Today Show war er wohl ab und zu am Start. Er ist also kein The Rock, was den Mainstream-Fame angeht, der jetzt hier übrigens auch mit seinem neuen Kinofilm aktuell, ja, was die Filmstreifen angeht, läuft. Da war ich am Mittwoch drin, by the way, Fast and the Furious. Ja, The Rock also wieder mal im Kino zu sehen. Das ist natürlich ein John Cena nicht, aber er ist wahrscheinlich der, der am nächsten dran ist, so von WWE, kann man sagen, aber das ist natürlich kein Vergleich. Generell ist es ja so, Wrestler bekommen ihre Downside aus dem Vertrag, also eine bestimmte Summe, die sie eh ausgezahlt bekommen, selbst wenn sie verletzt sind. Und je nachdem gibt es ja noch Bonuszahlungen. Früher, als es noch Pay-per-Views gab und nicht das Ganze über das Network lief, da wurde da gerne auch mal mehr abgegriffen. Es gibt zum Beispiel auch einen Scheck jedes Jahr, wenn das Videospiel kommt, wenn man eben irgendwie vertreten ist. Und natürlich für Merchandise, wenn man viel Merchandise verkauft, gibt es auch noch extra Geld. Und John Cena hat natürlich auch mit Merchandise über die vergangenen 10 Jahre gar keine Frage viel Geld gemacht. Ich denke auch, wenn man so andere Projekte mit einbezieht, ist wahrscheinlich auch 8 Millionen nicht unrealistisch, würde ich mal meinen. Gerade auch so ein paar kleinere Filmrollen gab es ja auch und diese Fox-Fernsehshow, wobei ich weiß gar nicht, ob das vielleicht auch Ende 2015 war, wo er die gedreht hat. Aber ja, es klingt einigermaßen dann doch nachvollziehbar.
Und du hast ja den Vergleich mit The Rock gemacht. Klar, der ist in einer ganz anderen Dimension angekommen, ist ja auch in Hollywood kürzlich, ich glaube im Vorjahr, der bestbezahlte Schauspieler gewesen. Und da ist im Falle von The Rock natürlich der Fall, dass man dann hinter solche Zahlen wie die 8 bei John Cena noch mindestens eine 0 machen kann. Definitiv wurde natürlich auch in der Forbes-Liste hier nicht als Wrestler gelistet, trat ja, ja quasi bei WrestleMania 32 auf in einem Segment. Letzten Endes hatte er aber kein Match, deswegen ist das wohl ja hier nicht aufgenommen worden. Auf Platz 3 findet man Triple H mit einem ziemlichen Absturz von 8 Millionen. Von John Cena geht es dann runter auf 3,8 Millionen US-Dollar, zusammengesetzt aus 1,3 für seine Arbeit als Offizieller, 1 Million als Grundgehalt und als Performer-Gehalt quasi und dann nochmal 1,5, ja, wie du die ja auch schon angesprochen hast, diese besagten Bonuszahlungen, Merchandise, Auftrittsboni und so weiter. Triple H, also der Dritte, der hier aufgelistet wurde als drittbester Verdiener bei WWE quasi. Ja, wahrscheinlich auch derjenige, der am meisten arbeitet, natürlich auch hinter den Kulissen. Was er in seinem Job abseits des Rings verdient, da gab es auch vor einiger Zeit mal irgendwo Zahlen, die veröffentlicht wurden. Also wird man sich darauf auch stützen können. Ich meine, ja, Triple H, auch als Offizieller, wird er sein Gehalt natürlich beziehen, wie gesagt. Und für seine wenigen Wrestling-Auftritte wird er dann noch ganz gut fürstlich verdient haben dazu. Definitiv, und du meintest ja auch schon gerade hier, die wenigen Wrestling-Auftritte, das heißt eigentlich dann letzten Endes, dass die ersten drei in dieser Liste, also John Cena, Brock Lesnar und Triple H, keine wirklichen Fulltime-Stars 2016 waren, aber trotzdem die drei Top-Verdiener. Ein Fulltime-Star reiht sich dann auf Platz Nummer 4 ein, und zwar der Top-Guy, der WrestleMania-Main-Eventer, teilweise WWE-Champion auch 2016 gewesen, der Auserwählte auch vom Gehalt her auf Platz 4, 3,5 Millionen US-Dollar für Roman Reigns, Christian. Klingt zumindest logisch, dass jemand wie Roman Reigns da natürlich den drei Herren da folgt, bei all den Auftritten und bei der Position, die er 2016 eingenommen hat, selbst wenn das ja manche anzweifeln, dass er da hingehört, aber das Fass wollen wir jetzt nicht aufmachen. Generell weiß ich nicht, 3,5 Millionen, diese Zahlen wirken ein bisschen hoch auf mich. Also natürlich wird er schon in den Millionenbereich kommen, aber wenn wir dann auch in die Liste weitergehen, da kommt ja Dean Ambrose mit 2,7 und als nächstes schon AJ Styles mit, ich glaube, 2,6, richtig? 2,6 2,4 Millionen. waren es Ach, tatsächlich. 2,4 Millionen. Ich würde es AJ Styles gönnen, ob es tatsächlich so hoch war, weiß ich nicht. AJ Styles natürlich jetzt auch noch nicht so lange. Bei WWE war ja sein erstes WWE-Jahr quasi 2016, muss man sagen. Und da dann gleich mit so einem Riesengehalt einzusteigen, ist wohl auch. Also wäre schon heftig, wenn er das so gemacht hätte. Was mich halt überrascht hat, war Dean Ambrose auf Platz Nummer 5 mit 2,7 Millionen US-Dollar. Der fünftbestverdienste. Da hätte ich vielleicht eher einen Seth Rollins gesehen, wobei man bei dem sagen muss, der ist ja auf Platz 9 gelandet, war ja verletzt bis Mai, kam dann als ja, Heel erstmal zurück, dann irgendwie als Face, also da hat man wohl im Booking auch so ein bisschen sein Momentum genommen. Sein Merchandise hat sich wohl auch nicht so ultra gut verkauft, aber ganz passabel, 2 Millionen auf jeden Fall für Seth Rollins. Das ganze Shield-Dreiergebilde, also auch in dieser Zehnerliste drinnen. Aber Dean Ambrose auf Platz Nummer 5, das hätte ich niemals so kommen sehen, muss ich sagen. Ist natürlich auch nicht verletzungsanfällig gewesen in seiner Zeit und sehr zuverlässig war wohl derjenige, der 2016 auch die meisten WWE-Matches bestritten hat. Also jemand, auf den man auf jeden Fall bauen kann, aber trotzdem. Ja, wirkt er jetzt nicht so wie einer der großen Eckpfeiler? Hat zwar einen WWE-Titelgewinn gehabt 2016, hat auch ein Brock Lesnar-Match ja, bei WrestleMania gehabt, aber irgendwie weiß ich nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass Dean Ambrose einfach aktuell ein bisschen langweilig wirkt, aber das ist wohl so ein bisschen ein persönlicher Geschmack. Ja, kann mich da nur wiederholen, sehe das auch alles als ein bisschen hoch an. Und ich meine, irgendwo wird sich Forbes ja was bei dieser Liste gedacht haben oder zumindest der zuständige Redakteur. Platz 7 Shane McMahon, Platz 8 Undertaker, Platz 9 Seth Rollins und 10 Randy Orton. Wenn ihr genaueres und nochmal die ganze Auflistung sehen wollt, dann könnt ihr gerne nochmal ins Pro 10 Video reinklicken oder selbst auf Forbes.com diese Bilder-Slideshow durchgehen.
Genau, das also zu dieser Top-Verdiener-Liste. War mal ganz interessant, das zu sehen. Alljährlich veröffentlicht von Forbes.com, wo wir gerade so ein bisschen bei den Mainstream-Medien sind und auch ein Thema, über das Forbes tatsächlich berichtet hat. Aber nicht nur Forbes, sondern auch viele andere Plattformen. Mittlerweile, wir kommen wieder darauf zurück, der JBL-Mobbing-Skandal hat es jetzt mittlerweile relativ in die Mainstream-Medien geschafft. Ja, war ja erst so ein bisschen. Ja, ein ruhigeres Thema, das dann letzten Endes wo ein Riesenfass aufgemacht wurde, auch auf Twitter. Jetzt hat die New York Post darüber berichtet, Sports Illustrated, Deadspin und sogar ESPN mit Jonathan Coachman, der sogar an dieser Stelle auch JBL so ein bisschen nach außen hin verteidigt hat. Ja, das ist natürlich super interessant, dass jetzt auch die Mainstream-Medien hier aufspringen. Und es gibt auch Gerüchte, dass man sich anscheinend Schweigen von Mauro Ranallo erkaufen möchte, dass er hier eben nicht mit den Interviews an die Presse geht, auch nach seiner WWE-Zeit. Sein Vertrag läuft im August aus. Ist also sehr interessant, was da in diese Richtung hin passiert. Die Frage an dich jetzt natürlich, wenn es jemand in Deutschland weiß, dann du, Christian. Hashtag FireJBL. Wird man JBL denn dafür feuern oder wird man es einfach weiterhin ignorieren? Kann ich mir zum jetzigen Zeitpunkt ehrlich gesagt nicht vorstellen, außer das nimmt noch ganz andere Dimensionen an, die Berichterstattung darüber. Du hast recht, es wurde jetzt schon ein bisschen was aufgegriffen an einigen Stellen, aber es ist jetzt noch nicht irgendwie, dass man auch über, sagen wir mal, die informierteren Fankreise hier als Skandal sprechen kann. Und ja, JBL ist natürlich schon in einem gewissen Maße hier als Sündenbock auserkoren, aber es geht ja auch darüber hinaus so ein bisschen über Unternehmenskultur, die auch über Jahrzehnte gefördert wurde und ja, Wrestler der älteren Generation und wie man so miteinander umgeht und was davon heute noch in den Verhaltensweisen übrig bleibt, möchte damit JBL nicht verteidigen. Aber das geht, wie gesagt, auch so ein bisschen über JBL hinaus, was dahinter steckt und wie diese Verhaltensweisen sind. Ja, definitiv Jonathan Coachman, der hier bei ESPN berichtet hat. Also er hat ja quasi JBL in Schutz genommen, aber gleichzeitig auch gemeint, ja, dass es wohl auch solche ähnlichen Aktionen gegen ihn gab. Er sich da aber wohl eingereiht hat und gesagt hat, ja, ist in Ordnung und sich da nicht drüber echauffiert hat. Also es scheint wohl was dran zu sein an dieser Sache. Den richtigen Inside-Blick haben wir aber auch nicht. Von daher kann man eigentlich nur abwarten. Ich kann mir aber ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass man JBL jetzt rauswirft. Deswegen, vor allem, weil er ja einer der, ja, auch Backstage sehr etablierten Leute ist, beziehungsweise auch die WWE-Offiziellen, ja, sein Verhalten größtenteils befürworten. Ob es jetzt da auch im Zusammenhang mit Mobbing, so gesagt werden kann, ist natürlich die Frage. Ja, natürlich ist da was dran. Klar, also was jetzt genau mit Mauro Ranallo vorgefallen ist, das wissen wir halt nicht so ganz genau, dass es all diese Vorfälle gab und gegeben hat und vielleicht auch noch weitergeben wird, leider, ist klar. Ich meine, ein gutes Beispiel ist das Justin Roberts Buch. Der ehemalige Ringsprecher hat ja auch sehr offen über seine Erlebnisse geschrieben. Oder wie gesagt, wir haben ja letzte Woche das auch erwähnt, dass es auch diverse Geschichten gibt, die öffentlich bekannt sind und noch viel mehr, was noch nicht so an die Öffentlichkeit getragen wurde, wie gesagt, aus den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Selbst vor 10 Jahren oder vor 5 sogar noch war die WWE ja auch noch ein bisschen anders, als wie sie heute erscheint. Jonathan Coachman, ja, man hat jetzt mit ESPN längere Zeit zusammengearbeitet. Da wird ja berichtet, in Anführungszeichen, bei ESPN über WWE. Das ist aber auch mehr PR. Und Coachman, der auch niemals WWE so öffentlich angreifen würde, ist dann noch sehr verbunden, auch mit dem alten Arbeitgeber. Ich glaube auch, dass er die Tür nie ganz zuwerfen will, ESPN, die ja auch, um da mal, also müssen wir schon ein bisschen weitergehen, die ja auch Probleme haben durch sinkende Abozahlen und fehlende Einnahmequellen. Sport ist teuer und so weiter. Also kurz gesagt, da wird auch viel eingespart. Und Coachman wird sich auch denken, naja, ich bin mal immer schön nett zur WWE, auch nach außen hin. Wenn ich vielleicht mal wieder einen Job dort bräuchte, möchte ich mir diese Brücke nicht verbrennen. Also da muss man auch bei Coachman immer mit einem, weiß ich nicht, mit einem leichten Stirnrunzeln hingucken, wenn er sich dazu äußert. Definitiv. Ich weiß nicht, was gab es da vor kurzem mal wieder von Jonathan Coachman? War da nicht auch eine Aussage über Ronda Rousey von wegen, dass sie denn von WWE nicht gebraucht wird, weil sie denn verloren hat und ihre Siegesserie nicht mehr hat oder so? Also hat er sich ja auch in diese Richtung geäußert.
Ja, das war auch einer seiner tollen Kommentare. War natürlich auch recht daneben. Ich meine, nach der Niederlage von Rousey, dass WWE so jemanden da nicht mehr bräuchte, ist natürlich vollkommener Quatsch, da WWE Rousey auch weiterhin natürlich mit Kusshand nehmen würde und auch sollte, weil sie natürlich immer noch ein ziemlicher Mainstream-Star im US-Sport ist. Ist natürlich logisch, ne? Also Ronda Rousey, dass die nicht mehr attraktiv wäre für WWE, nur weil sie einen Kampf verloren hat, ist definitiv Quatsch. Beziehungsweise, ich glaube, sie hat einen Kampf verloren. Sie hat auf jeden Fall ihre Siegesserie verloren. Dieser ganze Zwei. Riesenbuzz darum, genau, zwei hat sie verloren, dachte ich mir nämlich. Aber trotzdem natürlich noch ein großer Mainstream-Star. Ich meine, Mike Tyson und Stone Cold Steve Austin, um jetzt mal einen Rückgriff darauf zu bringen, das war ja damals. Trotzdem die Einsetzung von Tyson, obwohl der auch schon einige Fights verloren hatte, der hat ja trotzdem krass gezogen, hatte seinen Bekanntheitsgrad, hatte diese Popularität und ob es jetzt 10 zu 0, 10 zu 1 oder 10 zu 2 ist, in der Niederlagenstatistik heißt er im Endeffekt, ja, ist ja eigentlich ziemlich egal, weil die Popularität, wenn die stimmt, dann, ne, nimmt man bei WWE natürlich Ronda Rousey mit Kusshand, definitiv. Ja, natürlich ist der Hype ein bisschen abgeklungen nach ihrer Siegesserie, aber wie gesagt, immer noch ein Riesenstar und WWE würde Ronda Rousey auch weiterhin jederzeit gerne einsetzen. Definitiv. Das also zu diesem Thema. Wir besprechen ja bei 7 Days nicht nur das Geschehen bei WWE. Wir haben letzte Woche nur ein kleines Off-Topic oder Off-WWE-Topic hier mit eingebracht und zwar den Abgang von Axel Dieter Junior von WXW. Wird wahrscheinlich jetzt nach Amerika gehen und dort einen Entwicklungsvertrag bei NXT unterschreiben. New Japan, Definitiv. bitte? Definitiv. Kann man doch durchaus so sagen, obwohl es jetzt nie offiziell gesagt wurde, aber ja, wird wohl darauf hinauslaufen. Genau, haben wir letzte Woche schon gesagt. Und New Japan Pro Wrestling, um das soll es heute gehen. Und zwar gab es ja am 9.4. das Event Sakura Genesis. Ja, Kazuchika Okada gegen Katsuyori Shibata. Der Main Event dieser Veranstaltung um die IWGP Championship. Ja, und oder Heavyweight Championship besser gesagt. Ein sehr stiffes, starkes Match. Du hast es dir auch angeschaut. 40 Minuten lang. Ja, und mal wieder ein Match, für das es von Dave Meltzer, Amerika, sogar renommiertestem Wrestling-Journalisten, sage ich mal, 5 Sterne gab. Wie viel würde denn Deutschlands renommiertester Wrestling-Journalist Christian Buhns für dieses Match geben? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das Match noch nicht komplett gesehen habe. Ah, okay. Aber es ist natürlich ein Match mit 4+ Sternen. Über den Rest kann man sich streiten, ist auch Geschmackssache. Ich weiß, es wird mittlerweile auch gerne über Sterne diskutiert. Aber jetzt mal abgesehen davon, wie viele Sterne es am Ende des Tages sein sollen, Kazuchika Okada legt derzeit eine riesen Match-Serie hin. Wer noch nicht mal großartig Japan verfolgt, sollte vielleicht zumindest mal darauf blicken, was der Mann auf die Beine stellt. Es gab ja dieses Kenny Omega Match im Januar, was ja auch über die New Japan Grenzen hinaus überall diskutiert wurde. Dann gab es kürzlich ein Match gegen Tiger Mask W. Das war Kota Ibushi mit einer Maske, den kennen wir ja auch aus dem Cruiserweight Classic der WWE. Jetzt dieses Match hier, Ende 2016 oder generell 2016 auch einige Riesenmatches hingelegt. Im Februar noch gegen Suzuki das Match. Also, und das sind alles mindestens 4+ Matches, Main Events jeden Monat und immer sehr, sehr unterschiedliche Matches, wo er sich auch auf die Gegner einstellt und der Wrestling-Stil sich ändert. Also entweder High Flying mit Kota Ibushi oder wo es darum geht, auch viel zu verkaufen oder Strong Style jetzt mit Shibata, wo also wirklich körperlich auch investiert wird. Das ist eine ganz bemerkenswerte Serie, die da derzeit hingelegt wird. Und das sollte man mal ins Auge fassen, wenn man ein bisschen was anderes gucken will als WWE. Kazuchika Okada auf jeden Fall einer, ja, wenn nicht der beste Wrestler aktuell. Das ist natürlich immer so eine Sache, der beste Wrestler, kann man das überhaupt sagen? Werden natürlich viele Namen in den Topf geschmissen, aber Okada, was der da gerade abliefert, ist unfassbar und wahrscheinlich auch zu Recht das Aushängeschild von New Japan Pro Wrestling, beziehungsweise der Mann, der auch das Hauptinteresse dahin zieht, der die großen Matches und die besten Matches bestreitet. Also unfassbar, was der da für eine Serie bisher hingelegt hat. Und das hat ja auch
Ja, bei Sakura Genesis noch nicht aufgehört. Kleiner Spoiler, Okada hat ja seinen Titel tatsächlich verteidigt. Katsuyori Shibata wurde dann anschließend ins Krankenhaus gebracht, hat sich wohl auch bei diesem Kampf verletzt. Ging sehr, sehr hart zur Sache hier. Also, ob das jetzt ein Work war oder nicht, ist noch nicht so ganz geklärt. Anscheinend nicht, aber ja, hier wurde auf jeden Fall körperlich extrem, ja, nicht hausgehalten, sage ich mal. Und von daher ein Watch-Tipp von uns quasi dieses New Japan Pro Wrestling Match sich mal anzusehen. Wie kann man denn New Japan Pro Wrestling aus Deutschland verfolgen, Christian? Eins noch, also wenn du sagst, Shibata verletzt, ich meine, das ist das schon, wenn denn die Berichte so stimmen. Und ja, es gab auch Spekulationen, ob das eine Story ist. Wenn es eine wäre, wäre das schon relativ geschmacklos. Geht ja hier nicht nur um sowas wie einen gebrochenen Arm, wie anfangs erwähnt im Falle von ne, bei Finn Balor und wie schnell sowas verheilt. Also es geht ja hier um eine schwere Kopfverletzung. Und die Frage, ob Shibata überhaupt wieder in den Ring steigen können wird. Es gab auch in diesem Match mit Okada einen dieser verheerenden Headbutts. Die werden ja auch in Japan ganz gerne mal gebracht, wo man ja quasi in den USA im Geiste schon viel weiter ist, wo man ja versucht, den Kopf zu schützen, wo es auch keine bekanntermaßen Stuhlschläge gegen den Kopf mehr gibt. In Japan ticken die Uhren dann noch ein bisschen anders. Und da stehen einige große Fragezeichen im Raum. Also da liegen da auch ein paar dunkle Wolken eher über diesem Match. Und New Japan aus Deutschland kann man sehen. Also muss sagen, Social Media mäßig macht New Japan generell erstmal viel. Wer da jetzt kein Geld für ausgeben will, man kann New Japan ja auch bei Facebook folgen, beziehungsweise auf Twitter. Auch englischsprachige Seiten gibt es da offizielle. Und da werden auch schon viele Clips veröffentlicht, auch wenn die größeren Events laufen. Da ist natürlich schon eine Möglichkeit, mal so in so kleinere Sachen reinzugucken und überhaupt zu sehen, ob das was für einen ist. Offiziell kann man New Japan sehen über njpwworld.com. Das ist ein Streamingdienst wie WWE. Kostet 9,99 in Yen im Monat. Das sind, ich glaube, so 7, 8 € im Monat. Und da muss man nur leider ein bisschen die Orientierung finden, weil die Seite eigentlich japanisch ist. Die kann man sich dann mit Google übersetzen lassen. Klingt alles ein bisschen abenteuerlich, ist aber eigentlich gar nicht so kompliziert. Aber ich würde mal sagen, vielleicht erstmal, ja, weiß ich nicht, im Internet gucken, ob man da was sieht, ob dieses Wrestling einem gefällt, ob man das als Alternative auch zu WWE schauen möchte, wenn man vielleicht WWE etwas leid ist, wenn man damit den ganzen Raw, SmackDown-Stunden pro Woche bombardiert wird. Aber zumindest kann man ja mal schauen, da so ein bisschen die Fühler auszustrecken. Genau, und dann kann man auch wieder schön wie die ganzen Astronomen auf Twitter über die Sterne diskutieren. Das auf jeden Fall immer ganz, ganz interessant. Wir gehen jetzt zum letzten Topic von heute. Und zwar die Perspektiven für den Wrestling-Sommer, beziehungsweise auch allgemein, ja, ein Video, das WWE veröffentlicht hat, die Liste von neuen WWE-Champions, die potenziell, ja, den WWE-Titel im Laufe des Jahres 2017 gewinnen werden, beziehungsweise bis zur nächsten WrestleMania, bis zur nächsten WrestleMania in New Orleans, WrestleMania 34, da wurde das alles so ein bisschen in diesem Video aufgegriffen. Die Namen, die WWE hier aufgezählt hat, beziehungsweise das YouTube-Team, waren Baron Corbin, Shinsuke Nakamura, Cesaro, Sami Zayn und Samoa Joe. Hat diese Liste eine nähere Bewandtnis, beziehungsweise, was sagst du denn zu Sami Zayn, der auf der WWE.com-Seite mit dem WWE-Titel abgebildet wird? Da wollen wir erstmal unseren lieben Hörer Nico Grimm grüßen. Der hat mir vorhin noch einen Tweet geschickt. Er möchte doch mal wieder, dass der Taxler erwähnt wird. Und das ist ja nun mal Sami Zayn. Wir wissen ja alle, er sieht ja aus wie ein Taxifahrer. Also WWE.com hat natürlich auch eine eigene Redaktion und die machen auch einfach mal so Artikel, wo man sich natürlich durchklicken soll und ein bisschen fantasieren soll. Auf der anderen Seite werden natürlich auch WWE.com auch ein paar Sachen dann storyline-mäßig angeteased. Ich glaube aber in dem Falle, dass das jetzt keine allzu große Bewandtnis hat, dass da natürlich jetzt unter diesen fünf Namen Leute sind, die potenziell mal in Zukunft den Titel halten könnten, ist klar. Ich glaube, Shinsuke Nakamura, dass der nochmal um den entsprechenden World Title seiner Show, also in dem Falle SmackDown, kämpfen wird, ist wohl alles andere als ausgeschlossen. Auf der anderen Seite, auch wenn wir ihn alle gern haben, Cesaro zum Beispiel, ob da nicht so langsam, das soll jetzt nicht böse klingen, aber auch World Title mäßig vielleicht mal irgendwann der Zug abgefahren ist, im Sinne von, er hat ja seine Position im Kader und wir haben jetzt Jahre davon gesprochen oder fantasiert, wie wäre das denn, wenn?
Aber selbst jetzt mit dem Split wieder in zwei Hälften Raw und SmackDown ist es ja so, dass wir genau sehen, wie ein Cesaro positioniert ist, jetzt in der Tag-Team-Szene und generell eben Midcard oder oberer Midcard. Also Geld würde ich da jetzt nicht unbedingt drauf setzen. Ja, kann man also wohl sich mal durchaus auf dem WWE.com-Kanal oder allgemein auf dem WWE-YouTube-Channel anschauen. Eine Frage aber noch dazu, ne? Wer ist denn für dich der wahrscheinlichste kommende World Champion von diesen Leuten? Der wahrscheinlichste ist tatsächlich Shinsuke Nakamura. Ich denke, wir haben den ja im SmackDown-Roster jetzt, wie du schon angesprochen hast. Randy Orton als WWE-Champion, der jetzt wahrscheinlich erstmal gegen Baron Corbin gehen wird in der Fehde dann. Wahrscheinlich vorerst bei Payback im House of Horrors Match erstmal seine Fehde mit Bray Wyatt beendet und dann Richtung SummerSlam wird es wahrscheinlich gegen AJ Styles gehen. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass Styles den WWE-Titel zurückgewinnt und wenn wir ja schon mal Shinsuke Nakamura und AJ Styles in einem Roster haben, wo jeder hartgesottene Fan, wie du sie immer gerne nennst, wirklich mit der leuchtende Augen da bekommt, das ist ja... Also ich denke, die werden auf jeden Fall dieses Jahr noch aufeinandertreffen und vielleicht geht es dann da sogar um den WWE-Titel und vielleicht wird das sogar ein Pay-Per-View-Main-Event und vielleicht wird es sogar dann von den Astronomen als 5-Sterne-Match beurteilt. Wer weiß. Und der Taxler, wird er auch nochmal World Champion? Ich denke doch. Irgendwann wird er sich durchsetzen. Ich meine, von Kevin Owens hätten wir das auch nie gedacht und letzten Endes, ja, war er dann letztes Jahr Universal Champion. Und sogar dieses Jahr noch. Okay. Christian, vielen Dank, dass du auch diese Woche wieder dabei warst. @HerrBoons auf Twitter. Und bald kommt ja auch die neue Power Wrestling, Deutschlands großes Wrestling-Magazin. Das ist richtig, allerdings auch erst am 28. Februar, der übernächste Freitag. 28. Februar? Noch lange hin, 2018 dann, ne? 28. April. Ich bin da... Bin noch im Jahresanfang verfangen, aber es ist ja schon wieder April. Schneit's bei dir auch noch im Kopf? Nee, so langsam scheint die Sonne wieder. Okay, Sonnenschein an Ostern, das freut uns doch alle sehr. Schreibt gerne eure Meinung zu den besprochenen Themen in die Kommentare. Das war 7 Days für diese Woche, nächste Woche natürlich wieder, jeden Sonntag. Und ich kann dir jetzt schon sagen, Christian, nächste Woche wirst du mal frei haben. Aber wer uns da dann ja, an meiner Seite begrüßen wird... Da werden wir mal sehen. Vielen Dank, Christian. Hast du noch irgendwas loszuwerden? Nee, ansonsten nochmal, wie gesagt, schöne Ostertage. Kommt ja noch morgen der Montag. Und viele haben ja auch, glaube ich, noch ein paar Tage Ferien. Genießt also eure Zeit. Alles erdenklich Gute. Seven Days, der Wrestling-Wochen-Flashback an meiner Seite mal wieder. @HerrBoons Christian, Deutschlands renommiertester Wrestling-Journalist und Power-Wrestling-Chefredakteur. Hi an diesem Ostersonntag. Frohe Ostern, Christian. Dir auch, so wie allen Hörern. Sehr... Jetzt hatte ich die beste Anmoderation meines Lebens einfach. Ja, die kam ganz schön, war ganz schön schnell in der Anmoderation. Aber wir können ja gerne da weitermachen. Kannst ja rausschneiden. Soll ich nochmal machen? Steig doch nochmal ein.